jetzt reicht's aber! Vincent, hör endlich auf, dich dumm zu stellen! Das gefällt mir, wenn du mit mir sprichst, als wäre ich wegen meinem Akzent geistig zurückgekommen. Aber nur weil ich eine Zeit lang in Amerika gelebt habe, bin ich so wie die bescheuert. Vincent! Aber man muss bescheuert oder gar geistig zurückgeblieben sein, wenn man nicht begreift, dass man seinen Sohn nicht Adolf nennen kann. Das geht nicht gut aus. Anna, hör mal zu. Und du, bist du jetzt zufrieden? So etwas kommt davon, wenn man solche Vornamen aussucht. Was geht dich das denn an? Wie redest du überhaupt mit mir? Pierre, jetzt entschuldige dich sofort. Anna, er meint es nicht so. Oh. Er ist Literaturprofessor. Er weiß sehr gut, was er manchmal Erbes sagt. Ja, ich habe eine Ahnung von Wörtern und deren Bedeutung. Also ich nenne meinen Sohn, wie ich will. Eben nicht! Tut mir leid, aber ich lasse mir nichts von ihm erzählen, weil ich wieder Adonas oder Thema genannt habe. Stopp! Stopp! Sie hab's!